Die Bereitstellung barrierefreier Informationen, gerade zu den aktuellen Krisen, aber auch für Gesetzesänderungen, ist seitens der Bundesregierung immer noch ein Problem. Das zeigen auch die angekündigten Debatten im Bundestag, bei denen gerade die Gesetze, die Menschen mit Behinderungen betreffen, so das Triage-Gesetz ohne Gebärdendolmetscher übertragen werden. Wir haben nachgefragt. Definitiv. Wissen Sie was? Mir ist sogar der Fehler letzte Woche passiert. Und ich dachte, ich habe immer alles so auf dem Schirm. Ja? Ich hatte letzte Woche mit dem Vorwärtsverlag ein Interview und der Verlag konnte nicht früh genug Gebärdendolmetscher organisieren und wir haben es halt trotzdem gemacht. Ja? Und haben überhaupt nicht daran gedacht, dass natürlich auch das, wenn wir das jetzt schriftlich zusammenfassen und darstellen, die einzelnen Positionen, dass das nicht ausreicht. Ja? Was einfach selbstreflektiert natürlich auch bedeutet, hey, wir haben das in dem Moment noch nicht mal, obwohl ich jetzt fachlich nur in dem Bereich unterwegs bin, realisiert, was für eine Wichtigkeit dahinter ist, durch das Gebärdendolmetscher-Matching letztendlich eine andere Vermittlung zur Verfügung zu stellen, auch eine Live-Vermittlung. Und es ist, und ich erlebe es tagtäglich, es ist nicht präsent. Das Thema ist kaum irgendwo präsent. Wie Sie es gesagt haben, wir hatten, als die ukrainischen Flüchtlinge beispielsweise auch ankamen, hat sich der Deutsche Gehörlosenbund sofort bei mir gemeldet und hat richtigerweise gesagt, hey Leute, ihr, also da bringt deutsche Gebärdensprache gegebenenfalls nichts. Ja? Denkt, organisiert irgendwie ukrainische Gebärdensprache. Hat keiner dran gedacht. Ich bin sofort zu Kerstin Griese gelaufen und sie hat das sofort mitgenommen. Und wir haben zumindest geschafft, das zu organisieren. Nicht überall, das geht ja auch schlecht, ja? Weil das war bisher nicht unser Schwerpunkt. Aber ich habe letztens eine, auf Twitter habe ich letztens auch gelesen, dass der wissenschaftliche Dienst, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, beurteilt hat. Ich habe aber diesen Bericht vom wissenschaftlichen Dienst noch nicht gelesen. Ja, ich gebe das nur wieder, das, was ich in der Twitter-Bubble gelesen habe. Und wenn das stimmt, dann drehe ich echt am Rad. Das ist nach aktuellen Wissenschaft, auch nach der aktuellen wissenschaftlichen Sach- und fachlichen Auswertung nicht die Notwendigkeit gebe, deutsche Gebärdensprache als Amtssprache anzuerkennen. Im Fazit des wissenschaftlichen Dienst heißt es hierzu, nach derzeitiger Sach- und Rechtslage ist die deutsche Gebärdensprache keine Minderheitensprache und kann auch nicht als Amtssprache verwendet werden. Sorry, weil es vor allen Dingen darauf reduziert war, auf Minderheitenrechte. Es geht doch hier nicht um Minderheitenrechte. Ich darf es doch nicht nur aus der Brille sehen. Es geht um Barrieren, die ich habe, ja, und das hat erstmal nicht was mit der ethnischen Minderheit zu tun, sondern es hat was mit der vollwertigen Teilhabe in der Gesellschaft zu tun. Und der wissenschaftliche Dienst hätte es wohl so argumentiert. Ich habe, wie gesagt, den Bericht noch nicht gelesen. Den werde ich mir jetzt raussuchen und mir das durchnehmen, weil ich auch die Fragestellung an den wissenschaftlichen Dienst nicht kenne. Aber es wurde zitiert, genau das wurde zitiert. Und das Argument aus wissenschaftlicher Sicht, das kann ja schon nicht richtig sein. Auch die Wissenschaft arbeitet ja mit Fakten. Ja? Und was sind wir in einer Gesellschaft, bei der wir nicht anerkennen wollen, dass wir Gebärdensprache unbedingt in der Verwaltung brauchen? Das hat doch nicht immer unbedingt was mit der Amtssprache zu tun. Das sollte doch nach Wunsch eigentlich Realität sein. Und wenn man das an dieses Dogma bindet, ja, dass das nach Minderheiten berücksichtigt wird, dann weiß ich nicht, wo wir wirklich gelandet sind. Das hat mich wirklich schockiert. Das hat mich wirklich schockiert, als ich dieses Zitat gelesen habe. Und wie gesagt, ich will nicht voreilig sein, aber ich muss mir den Bericht lesen und doch mal beim wissenschaftlichen Dienst nachfragen, das ja ein Organ der Bundestagsverwaltung ist, wie die zu dieser Erkenntnis gekommen ist oder ob es eine Erkenntnislücke vorliegt. Und so wie ich momentan sehe, sehe ich eine ganz große Erkenntnislücke.